Servus Leute, willkommen zurück hier im Versteck der dunklen Brut unter Tage. Ja, wir haben eben gerade gegen ein paar von diesen Schlüpflingen der Kinder gekämpft. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das für Viecher sein sollen. Aber gehen wir einfach mal den Weg hier weiter. Hier jetzt links oder hier links? Gehen wir erstmal links. Da sind wir nie falsch. Oder? Wo kommen wir hier hin? Zur Gruft, okay. Okay, das kann jetzt heiter werden. F5. Hallo? So, was bringt mir jetzt das Ding hier? Wie ihr meint. So, das ist denn die Rune hier? Sehr schön. So, die Rune ist hier. Ich werde es tun. Und diese Rune ist hier drüben. Und nun haben wir hier einen Sarkophag, der sich langsam öffnet. Okay, was haben wir denn in dem Sarkophag drin? Handschuhe von Hirolds Wehr, Segen der Natur, Smaragd. Okay, das Geld nehmen wir erstmal. Den Smaragd. Okay, das geht nicht. Warum nicht? Na, da schmeißen wir die Säureflaschen erstmal raus. Denn die Extrakte, die Säurebeschichtung wieder, jo. Die Gifte. Das Extrakt, das Extrakt. Diese Salbe. Und dann können wir ein paar mehr Gegenstände nehmen. So. Okay, war doch die richtige Entscheidung, erstmal links zu gehen, anstatt rechts. Kommen wir hier denn weiter? Hallo? Jemand zu Hause? Ja. Ich hasse diese Viecher. Noch mehr dieser Teufel! Na komm schon. Gut. Das schaffe ich allein. Na super. Drecksviecher. Metallsplitter. Nice. To have. So, kurz abspeichern. Weil da gabelt sich wieder der Weg. Servus, jemand zu Hause? Hallo? Nee, gut. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock auf Beef mit euch. So. Hier ist die nächste Kiste. Na. Geh schon auf. Und die nächsten Kinder der Larve. Na super. Na lecker, lecker, lecker. So, da gehe ich erstmal auf die hier rauf. So. Dann auf die. Sehr schön. Ein paar Gernlocks, auch nicht schlecht. Ah, haut dich schon weg. Da kommt schon das Schiff, das schafft dich schon.
Na, komm schon. Geht doch. So, was haben denn diese Gentlemen für uns? Der hat das, der hat das. Okay. Na, schließen. So, von hier aus kommen wir. Wir wollen gerade durch weiter. Erstmal abspeichern. Map. Die Schatzkammer. Ja, das ist schon mal was ganz Gutes. Aber ich hoffe, dass da jetzt keine Falle auf uns wartet, oder? Hallo, ist hier jemand? Servus. Jemand anwesend? Nee? Gut. Ich habe nämlich keinen Bock auf Beef mit der dunklen Brut hier unten wieder. Na, was haben wir hier? Eisenbolzen, schicke Vase, ja. Die nehmen wir auch mit. Den Saphir. Und den Diamanten. So, die Eisbolzen lassen wir hier. Brauchen wir ja nicht. Und irgendwie sind meine Frames gerade im Keller. So, der Silberkelch. Das und die massive Zwergenrüstung lassen wir auch hier. So, schwere zwergische Handschuhe und Helm von Hirolds Wehr. Ja, dann hauen wir die drei Pflanzen mal wieder auf den Pott. Na, komm schon. Du genauso. Ja. Du ebenfalls. So. So, Truhe. Gravierter Jadestein. Okay. Zwergische Rüstung. Nein, danke. So. Das kann weg, jo. Das kann weg, jo. Die beiden können weg. Der leere Runstein, den brauchen wir sowieso nicht. Und den Lebensstein vorerst. So. Ich erwarte jeden Moment hier irgendwie einen epischen Showdown gegen diesen einsprechenden Hurlock wieder. Kann gut möglich sein, dass er in der nächsten Halle auf uns wartet. Ich hasse diese Viecher. Servus. Sehr schön. Hier noch irgendeiner offen? Ja, du. Aber auch nicht mehr lange. Sehr schön. Ich trau dem Frieden hier nicht so wirklich. Das merkt man schon. Und das! Na? Und natürlich bin ich wieder mal überwältigt. Super. Haben wir es mal langsam? Yay. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ein bisschen Geld. Ein Knochenberg. Den habe ich eben übersehen. Wow. So. Alpha-Larve? Ah, ein Flussspat. Ist auch nicht schlecht. Na? Von wo kommst du denn her, du Vogel? Unverzüglich. Gerechtigkeit, du gehst mal auf den hierauf mit einem... Gut. Na? Du hast dich mit dem falschen Mann angelegt.
Yay, noch mehr Erfahrungspunkte. Also langsam gehen mir diese Schlüpflinge auf den Keks. Miep? Noch mehr Schlüpflinge. Yay. Dieses Böse darf nicht überleben. So, Chris, du gehst dann auf den hier. So, die Explosion bitte. Und schon ist er tot. Yay. Ich bin soweit. So. Larve der Kinder. Bin fort mit dir. Es ist demütigend, so zu fallen. So, Schlüpfling. Es als Geld. Erledigt. Schlüpfling, noch mehr Geld. Larve. Wird erledigt. Bergkristall, besser als nichts. Schlüpfling. Schlangengift, nein, brauchen wir nicht. Hier bei uns, aber... Ja. Einfallender Hörlock. Säurefläschchen. So. So, da geht's zum Knornwaldhügel. Da geht's nach Kalhirol, die unteren Ausufer. Okay. Und wo geht's hier hin? Ah, jetzt sind wir hier. Alles klar. So, Kalhirol Haupthalle. So, ich glaube, wir müssen zum unteren Ausufer. Ausläufer. Ausufer. Aha. Ja, super. Entweder bin ich jetzt richtig oder falsch. Das sind immer so die zwei Sachen, die hier am Mann sind. Und ich glaube, ich bin hier jetzt falsch. So. Abspeichern. Ein paar Minütchen habe ich ja noch. Und hier sind ein paar Spinnenkokons. Ich hasse diese Viecher. Habe ich euch mal erzählt, dass ich Spinnen hasse, wie die Pest? Und zwar sehr wie die Pest. Na, denn so. So, hier ist ein langer Gang. Hier kann... Hat sonst noch jemand Angst vor dem, was uns am Ende dieses Korridors erwartet? Ja. Yep. So, du nimmst meine kleine Verletzungsausrüstung, wenn wir da noch was haben, ja? Haben wir noch, sehr schön. So, Chris hat nichts, Nate hat nichts, Anders hat nichts, alles klärchen. Aber erstmal aufsteigen, sehr schön. So. Achso, das hatten wir ja schon gerade. Wo gehen wir jetzt drauf? Auf den Geistkrieger. So. Nate. Ein bisschen mehr Geschick würde dir nicht... Geschick sei schon. Ein bisschen mehr Beherrschung würde dir nicht schaden. So. Konstitution. Hier denn noch ein bisschen weiter...
auf die Klarheit und das letzte Elementarchaos. So. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was hier auf uns wartet. Miep? Der Architekt schickt so viele, kommt aber nie selbst. Er ist ein Feigling. Ich töte dich. Und er wird wissen, dass er den Verlorenen nicht vernichten konnte. Er wird wissen, dass die Mutter ihn zerfetzen wird. Okay. Wer ist da? Ich spüre dich, aber du gehörst nicht zur dunklen Brut. Welche List plant er nun? Du wirst sterben. So wie alle, die dem Architekten dienen. Die Mutter verlangt es. Ich diene niemanden. Ich diene höchstens mir selbst. Inferno Golem und der Verlorene. Ja, dann gehen wir mal auf den Verlorenen rauf. Anders? Meine Zauber sind bereit. Gut. Nate. Vernichtender Schuss. Aua. Du Sack. So, Anders, du gehst mal zu ihm rüber. So, anders. 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 Bei Fuß. So. Nee, natürlich nicht. So. So, Dalle. Also der Bosskampf gestaltet sich als relativ einfach. So, Anders, du gehst dann wieder auf den Golem rauf. So schnell es mir möglich ist. Er ist tot, der Verlorene. Ich kann diese Brutmütter spüren, die die Legion vernichten wollte. Wir müssen dem ein Ende machen. Okay. Von dort kommen wir, dort ist die Brutmutter, denke ich mal. Aber darum kümmern wir uns im nächsten Part. So, was haben wir hier? Panzer eines Inferno-Golems. Dies ist ein Bruchstück Panzerung eines Inferno-Golems. Sie ist nahezu undurchdringlich. Alles nehmen. Macht eines Golems. Stück einer enorm widerstandsfähigen Golem-Panzerung gefunden. Suche nach jemandem, der daraus etwas Nützliches herstellen kann. Okay. Ich denke mal, das ist wieder der Gute. So, Stab der Verlorenen. Mächtiger Wundumschlag, jo.
Makelloser Rubin, jo. Makelloser Diamant, jo. 10 Gold, nicht schlecht. Gurt des Kampfmagiers. Nun ja, an der Stelle beende ich denn den Part für heute. Das war's wieder mit Dragon Age Origins Awakening. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen!